Also die Polizei setzt in Cottbus massiv verstärkte Streifen ein. Die Verstärkungen werden insbesondere vorgenommen durch die Bereitschaftspolizei. Hier sind 10 Kollegen präsent, 10 in einer Doppelstreife. Das heißt, 5 Doppelstreifen mehr in den Schwerpunktbereichen. Und natürlich wirkt sich das aus. Ich denke, dass wir insgesamt eine Beruhigung der Lage in Cottbus festgestellt haben. Ich war unter anderem persönlich vor Ort, habe mich mit Zuwanderern, habe mich mit Cottbusern, bin auch die entsprechenden Einkaufseinrichtungen gegangen, habe mich mit Verkäuferinnen dort unterhalten. Und alle haben mir bestätigt, dass sich die Lage beruhigt hat. Und wir werden nicht nachlassen, das sage ich auch ganz deutlich, was den Kräfteansatz betrifft. Weil mir das subjektive Sicherheitsgefühl unserer Menschen letztendlich wichtig ist. Interessant war übrigens bei den Gesprächen, keiner war betroffen. Das war das Interessante. Also die Verkäuferin sagte mir, nö, ich bin hier nie belästigt worden oder ich habe auch nie Auseinandersetzungen gesehen. Und außer einige wenige sagten, ja, ich fühle mich unsicher von dem, was ich so höre. Und im Gespräch mit Cottbusern, ich erinnere mich gerade an so eine Bushaltestelle mit einer Dame, die auf mich einen sehr guten Eindruck hatte, die sagte auch, nö, also nie belästigt worden oder sonst wie was. Aber man hört ja, und ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst. Ne? Und Elis haben mir übrigens auch die Zuwanderer gesagt. Ne? Die sagen, nee, wir leben hier gerne in Cottbus. Ne? Und wir finden das toll, dass ihr hier so präsent seid. Und wir wollen hier keinen Ärger machen. Das war eigentlich so mit dem wenigen Deutsch, das da zu vernehmen war, eigentlich so die Botschaft. Ja, und ich denke, mit den Streifen können wir hier deutlich machen, wir sind für die Menschen in unserem Land, für alle und damit auch für die Zuwanderer. Gefährliche und schwere Körperverletzungen sowie einige weitere Delikte. Hier mussten wir seit 2016 eine ungünstige Entwicklung feststellen. Im letzten Jahr wurden insgesamt gut 5.100 Gewaltstraftaten festgestellt. Das sind bedauerlicherweise rund 1.000 mehr als im Jahr 2015 und etwa 400 mehr als im Jahr 2016. Man muss auch sehen, dass zuvor, also bis 2015, langjährig die Gewaltstraftaten rückläufig waren. Brandenburg war traditionell ein Land mit einer geringen Belastung bei der Gewaltkriminalität, wenn man den Ländervergleich heranzieht. Und bedauerlicherweise sind diese Gewaltstraftaten genau jene Straftaten, die auch eine besondere Verunsicherung, ein unsicheres Gefühl in der Bevölkerung erzeugen. Das ist sicherlich unbestritten. Insofern sind wir aufgefordert, ja gefordert, hier massiv dagegen zu wirken. Wir tun dies mit einer Vielzahl polizeilicher Maßnahmen selbstverständlich. Dies drückt sich auch durch die hohe Aufklärungsquote, sie liegt bei 84% aus, die gegenüber dem Vorjahr um 4,5% gesteigert werden konnte. Das ist im Übrigen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein sehr guter Wert.